I am mighty glad to be out of that cold, Mr. Morgan. Me too. Oh, I am getting too old for this gallivanting. Me too. Strange. Horrible and in O'Driscoll, but sweet. I'm not in O'Driscoll, miss. Okay, whatever you say. Mary Beth? Hey, Arthur. How's it riding? Not very good. I hear the most wonderful words in my head, and then I ride absolute poppycock. But I love it. Yeah, me too. My journal. I was reading some the other day. I ride like a fool. One day I'd love a beautiful fountain pen and a great desk in a quiet room and to write the most beautiful stories. Well, I can't do much about the stories or the quiet room, but maybe I'll find you a pen. Thank you. Arthur! Oh, Arthur! You smell. It's cologne. It's liquor. It's cologne from Cologne, Germany. I just had a few nips, Arthur. I'm not drunk. I'm just happy. You know, you ought to try sometime. Drinking? Happiness. Try happiness. Just a little, huh? He seemed kind of worried. Of course I'm worried. What about? Our world's changing. Even I see that now. Our time is pretty much past. They don't want folk like us no more. It's their rules or be damned with you. No more outlaws. No more killers. Now it's us being hunted. Oh, they ain't stopping. We went and made our choices a long time ago. I guess we gotta pay for our sins. Oh, Arthur. What a sad world we live in. Well, I ain't sad, Mary Beth. I'm just realistic about what's coming. Keep thinking I should help folks, but I don't know. Arthur. Oh, Arthur, you're the only one of these fools knows just how lost he is. Ain't that the truth? Ain't that the truth? Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wie ihr am Anfang dieses Videos gesehen habt, habe ich im Camp eine Gefährtenanfrage gefunden, endlich. Und ja, das war allerdings auch die einzige. Und ich glaube auch nicht, dass sich hier jetzt noch groß was tut. Und für diese Anfrage von Mary Beth habe ich geschlagene 33 Minuten gebraucht. Bis die mal verfügbar war. So, Tilly sitzt zwar am richtigen Platz, allerdings wäre es ganz gut, wenn wir mit ihr Domino spielen könnten. Dann wäre das nämlich die zweite Anfrage.
You good, Abigail? You know, you should get out of here for a bit. God, that'd be nice. Right. Gut, okay. Auch nichts. Dann werde ich jetzt mal versuchen, ob ich eventuell noch bis abends also spenden. Ja, nee, ich habe jetzt was anderes gelesen. Ich habe jetzt sprechen gelesen. Gut, nee, ich wollte sagen, dann werde ich probieren, ob ich jetzt noch bis abends. Hey, Jack. You're mean. Eventuell schlafen kann. Wie spät ist es eigentlich? 13.07 Uhr. Ob dann Tilly eventuell mit mir Domino spielen möchte. Dann hätte ich eventuell noch eine zweite Anfrage. Aber ansonsten werde ich mich erstmal an den nächsten Hof machen. In der Hoffnung, dass wir da erstmal weiterkommen. Im Übrigen wird dann ab morgen, wenn alles glatt geht, meine 100K-Leitung endlich geschaltet. Es ist erst 18:49. Das ist schlecht. Denn die sind meistens erst zwischen 20 und 23 Uhr oder so verfügbar, ne? War das so? Ich weiß gar nicht. Ja. Tilly ist gerade. Hallo, Arthur. Hey, Bill. Did you find much in the O'Driscoll's cabin? We did all right out of it. Just no comb. Hm. Mal gucken, ob ich hier warten kann. Eine Weile. Kann ja mal was herstellen, beziehungsweise mal was kochen. Mal gucken, was wir noch so haben. Vorräte, genau. Machen wir doch mal eine Arznei. Ja, was ich sagen wollte, wenn alles gut läuft, dann wird morgen meine 100K-Leitung geschaltet und dann kann ich Red Dead Redemption im Livestream weitermachen, so wie das ursprünglich eigentlich schon geplant war. Aber da das Spiel ja rauskam, bevor diese Leitung da war, war das halt nicht möglich. So. Starkes Schlangenöl. Gut, warum eigentlich nicht? Machen wir das mal. Ist eine gute Frage, ne? Wo er einfach mal die leeren Flaschen hernimmt, ne? Feuerpfeil. Tierfett und eine Schwungfeder. Okay.
Ansatz. Chin und Tierfett. Raubtierköder, gut, den brauchen wir jetzt nicht. Starkes Pferde, Stimulanz, Pferdearznei. Pferdesalbe. Okay. So, ich denke, das kann nicht schaden, weil wenn wir dann unterwegs mal Gesundheit oder ähnliches auffüllen müssen, kann uns das durchaus helfen. So, wenn wir da ein bisschen was dabei haben. So, wie spät haben wir es? 19:37, ja toll. Ganze 20 Minuten noch, die wir verbringen müssen. Schlecht. Evening. How are you? Die lässt sich aber auch nicht dazu erweichen, sich mal zum Dominotisch zu begeben, ne? Tilly. Der kleine Check hätte wohl auch noch was für uns. Mr. Morgan. Mr. Pearson. Quite a country. Quite a country. You know, sometimes I'm glad I left the Navy. Too many men. Too many men. This world? Far more genteel, huh? I never figured running in a bunch of outlaws would be the genteel option. Well... I've seen things, sir. I've seen terrible things. Ja. Hey. Oh, da war Jack. Moment. Hi there. Evening to you. Hiya. Nö. Der möchte auch nicht mit uns reden. So, Abigail nochmal probieren, aber ich glaube... Nö. So, 20:14 Uhr. Und wer sitzt am Dominotisch? Das ist natürlich nicht... Billy, wow. War das überhaupt der Domino-Tisch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon, ne? Gut, dann muss ich das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen. Und wir reiten jetzt am besten mal zum nächsten Hof, den wir überfallen wollen. Ach da. Evening. Ich wollte schon sagen, bitte wo? So. Müsste irgendwo hier sein. Es ist aber verdammt schwer, diese Anfragen zu kriegen, ne? Das ist übel. Beziehungsweise, wenn man sie kriegen will, ne, dann... hat man da echt ein Problem. Riesiger Mond.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Teil sah der Sternenhimmel tatsächlich irgendwie ein bisschen besser aus. Also allgemein der Nachthimmel, nicht nur der Sternenhimmel, sondern der Nachthimmel. Da war der irgendwie ein bisschen besser gemacht. So, mal gucken, wie lange wir jetzt tatsächlich dahin brauchen. Moment, kann ich hier eigentlich irgendwo ein bisschen quer durchreiten? Ja, es geht relativ gerade hin, also von daher. Gefangenentransport, okay. Ah, was denn? Oh, ich komme ein bisschen vom Weg ab, sehe ich gerade. Alles gut. Ja, ansonsten mache ich einfach mal in dem Kapitel noch ein, zwei Missionen. Und werde dann mal schauen, ob sich da noch irgendwas tut. Den Anfragen. Ah ja, mein Pferd kann mich also auch abwerfen, jetzt keine Lust mehr hat, na gut. So, ich denke mal, jetzt können wir wieder ein bisschen schneller reiten. Die Ausdauer ist wieder aufgefüllt. Hey Mister, help me! My horse died and I'm stuck here. You gotta help me, Mister. Sure, I can help. How about we skip the small talk, eh? What? Du Sack! Ja, nix ist, ne? Mein Pferd hört auf mich, mein Guter. Mein Pferd hört auf mich. So, weißt du, was wir jetzt tun? Pass mal auf. Pass mal auf, was wir jetzt machen. Nice try. So. Achso, ich wollte gerade sagen, ein Dollar bloß. Na dann.
Na denn. Halt. Ach, halt doch mal an, Mann. Halt doch mal an. So. Irgendwo. Sollte das jetzt aber eigentlich sein? Bin mir noch gerade nicht mehr sicher, wo genau, aber da brauche ich ja nur mal auf die Karte schauen, die ich dazu habe. So, Ah nee, ich bin noch ein Stück weg. Sehe ich gerade. Und zwar... hier in etwa. Steck mal die Waffe weg, weil ich will hier ja niemand verärgern, ne? Ist ja nicht meine Absicht, hier jetzt einen Kampf anzuzetteln. Beziehungsweise irgendjemanden die Hühner oder so abzuschlachten. So. Das hier müsste es sein. Mal gucken, ob ich hier geradeaus durchreiten kann. Möglichst ohne mein Pferd irgendwo runter zu stürzen.
So, ich will mich möglichst lautlos bewegen. Deshalb... nehme ich mal den Bogen. So, also hören tue ich gerade nichts. Okay. Moment. Bevor ich das jetzt hier verkacke. What are you two pieces of shit doing in this dump? Damn it. Okay. Ich habe den zweiten jetzt nicht sitzen sehen. Stay right there. Set up. Ah!
okay now. Ich habe keine Ahnung. Weiß es halt echt nicht, wie das gehen soll. Ich weiß es nicht. Ich kann keinen von denen verhören. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Keine Ahnung. Ich will das Geld auf den Tisch nehmen, Mann. Ich will dir nicht plündern. Weiß es halt echt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt gezählt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ha! So, Leute, ich habe gerade mal nachgeschaut. Es war schon vollkommen richtig, dass wir die beiden hier umgelegt haben. Das ist gar nicht der Hof, wo ich den einen verhören muss. Sondern der ist ganz woanders. Das hier müsste jetzt sogar zählen eigentlich. Wartet mal, wenn ich einmal hier bin. Dann kann ich eigentlich auch noch schön blindern. Ah, Premium-Zigaretten, okay. Moment. Warum kann ich da jetzt nicht mehr tragen? Fragezeichen.
Oh, ich hab schon. Hab schon den Federhalter, dann könnte ich den doch eigentlich. Mary Beth schon geben, ne? Du kannst von diesem Gegenstand keine weiteren tragen, ja, aber wie... Hä? Wartet mal. Nee. Nee, das war das Pferd. Jetzt bin ich verwirrt. Ich sehe hier halt nirgendwo Premium-Zigaretten zum Wegschmeißen. Zigarettenbilder, ja. Verstehe ich es nicht. Verstehe ich es nicht so wirklich. Warum kann ich die nicht tragen, hä? Knorpeliges Hammelfleisch. Ich werf das jetzt einfach mal weg. Tasche ist ja auch nicht voll, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie überladen wäre oder so. Gut, ist egal. Ich weiß auf jeden Fall, wo noch welche liegen. Aber das macht mich jetzt irgendwie ein bisschen stutzig, weil... Ah, keine Ahnung.
Ah, da. Okay, boy. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal zum richtigen Hof, zu dem ich eigentlich gehen wollte. Oh. Get me off this horse. Hatte ich ja vor. Nein, will ich nicht. Ich schneide dich schon los. Keine Angst. Oh, oh, thank the Lord you showed up when you did. Oh, the things he said he'd do to me. It's all right, ma'am. It's over now. Thank you. Again. Ach so, die nimmt gleich das Pferd. Okay. Na dann, bitteschön. Bitteschön. So. Au, das ist... So. So, das müsste jetzt dann auch der vierte Hof sein eigentlich. Und damit müsste ich ja eigentlich auch diese Trophäe dann erhalten. Hoffe ich jetzt mal einfach. Und dann kann ich ja mal gucken, ob ich Abigail diesen Füllfederhalter da schon geben kann, den ich da im Inventar habe, ne? Abigail, sage ich, Macbeth. Weil das wäre ja, glaube ich, das Einfachste, ne? Wenn ich gleich dem aus meinem Inventar nehmen könnte. Ohne da noch groß rumsuchen zu müssen. Gott, oh Gott, was ist denn das für ein Weg?
So, Spiel speichern, ja, wie immer vorher. Ich kann dann auch mal ein paar überschreiben, die brauche ich dann eigentlich alle, nicht alle, die Speicherstände, aber man weiß ja nie, ne? Talking about. You're just messing with me now. Oh, no. Uh-huh. No. You always do that crazy thing where you try to scratch your ear with the always. Every single time. What's he doing? Shut the hell up. All three of you. You sons of bitches. Baby, don't cry now. We love Take you. Take it easy, will you? What the hell is that? It ain't right. Ain't nice. Get your feelings hurt. Please get your feelings hurt now. Here. Let me scratch your ear for you. Man, did your piss stink? Oh my God. Wait. So, die müssten eigentlich irgendwann das Bewusstsein verlieren, alle vier. I got a pass. Okay. Maybe like. Gut, ich versuch's mal. Okay, das habe ich vor. Mann! Gar nicht so einfach.
Also der mit dem weißen Hemd war der, der sich ergeben wollte. Soll ich den vielleicht... nicht unbedingt erschießen. What the fuck? Noch weiter weg könnte man mich jetzt nicht absetzen, oder? Ich hoffe mal, die sehen mich jetzt hier nicht. Der geht schlafen. Trifft ihn aber auch nicht von hier, ne? Got a problem here. Help.
Wie ist das? So. Das war ein Double Action Revolver. Ja. Den Hut wollte ich eigentlich nicht. Ach, das ist sein Bett, okay. Irgendwie habe ich aber die Trophäe nicht bekommen, ne? Also bei irgendeinem Hof habe ich wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Können wir noch nicht vorstellen, bei welchem. Aber es gibt ja insgesamt 7, also von daher... haben wir eventuell noch eine Chance. Weil den Erfolg habe ich jetzt nicht bekommen. Weiß Gott warum? Ich weiß es nicht. Aber gut, dann machen wir einfach beim nächsten Mal dann eine der Missionen. Und schauen uns einfach mal an, ob wir noch bei den restlichen 3 Höfen da dann was reißen können. Und die Trophäe dann vielleicht doch noch bekommen. Aber gut, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.